Assalamu alaikum und herzlich willkommen wieder einmal aus Gazi Pascha und heute mit der Frage, wieso ausgerechnet Alanya? Ja? Warum ist Alanya so im Trend seit 2019? Warum wollen Leute von überall aus der Welt hierher kommen? Was ist es, was Alanya so anziehend macht? Ganz einfach, zum ersten Mal ist es das Klima an sich selber. Ja? Der Mensch will instinktiv dorthin, wo es wärmer ist, wo er weniger schweren Witterungen ausgesetzt ist in Europa. Ich sage mal, nördlicher vom Äquator ist man ja schwereren Witterungen ausgesetzt. Ja? Schnee, Regen, Hagel, Sturm etc. etc. Das ist mal das eine. Das zweite ist, es ist direkt am Meer. Ja? Und das Einzigartige an Alanya ist, wenn man jetzt in Alanya ist, hat man auf der einen Seite das Meer, auf der anderen Seite Gebirge. Ja, das macht diesen Ort ja auch magisch. Aber was diesen Ort noch magisch macht, ist diese einzigartige Energie, die man spürt. Ja, also da muss man mal herkommen und das mal so richtig spüren. Ja, das ist etwas, was wirklich sehr schwer zu beschreiben ist, ja, diese Energie. Aber darauf gehe ich dann später noch ein. Was noch ganz besonders an Alanya ist, dass Alanya nicht nur wunderschöne Strände hat. Ja, Alanya hat ebenso auch Buchten. Also man hat hier eigentlich so fast alles, was die Natur herzugeben hat. Ja. Und hinzu kommt, dass Alanya wunderschön in der Mitte ist. Ja. Man hat in Gazi Pascha einen Flughafen, man hat in Antalya einen Flughafen. Wenn man jetzt in einer Stadt möchte, wo man mehr Einkaufsmöglichkeiten hat, wo man so richtig so Stadtfeeling bekommt, fährt man nach Antalya. Ja, und wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt dieses typische Türkei-Feeling haben, ja, ich möchte so wirklich das Gefühl haben, wie wenn ich wirklich in der Türkei wäre, fährt man nach Gazi Pascha. Ja, also Gazi Pascha ist so mehr als nur ein Dorf, ja, und doch so ein bisschen mehr als eine Kleinstadt und so auch mehr geordneter als Alanya. Ja, und was ist jetzt diese Energie? Diese Energie, wie gesagt, ich versuche jetzt zwar darauf einzugehen, aber das ist wirklich schwer zu beschreiben. Das ist so eine Energie, wo man wirklich spürt, dass da was durchzieht. Ja? Und je nachdem, wie man selber drauf ist, ja, zieht man eine dementsprechende Energie an. Ist man ein positiver Mensch, zieht man diese positiv durchströmende Energie durch Alanya. Ja? Ist man so negativ, sieht man eben auch diese negativ durchströmende Energie an. Ja, weswegen es ja auch wichtig ist, auch positiv zu denken, positiv zu bleiben und auch Positivität auch natürlich zu verbreiten. Also das ist hier wichtig. Klar, ja, es gibt Leute, die gehen nach einigen Jahren, aber es gibt ja auch Leute, die bleiben weiterhin, ja, für immer. Also mit Kommen und Gehen, das hat immer so verschiedene persönliche Gründe. Ja. Meistens sind es finanzielle Gründe, aber da gibt es ja auch noch viele andere Gründe. Also ich erwähne es in letzter Zeit immer öfter, aber früher habe ich, also in den vorherigen Videos habe ich da jetzt damit angefangen. Also in Alanya braucht man Geld. Ja, also ohne Geld ist es hier schwer, fast nahezu unmöglich. Also wer darauf angewiesen ist, Preise zu vergleichen, wo etwas günstiger ist, wie man jetzt 50 Cent spart oder wo man jetzt 1 Euro spart, also für den ist Alanya mittlerweile oder auch die ganze Türkei jetzt so nicht der richtige Ort, ja, ist jetzt die bittere Realität, ja, für manche. Und für manche wiederum ist es ja was Positives halt. Ne? Genau, ich habe ja versprochen im letzten Video, ich zeige euch da noch eine Überraschung und da nehme ich euch jetzt am besten mit. Wichtiger Hinweis noch ganz schnell, also um hierher runterzukommen, da muss man zu Fuß runterkommen, müsst ihr körperlich wirklich fit sein. Ja, also keine Knieprobleme oder Kreislaufprobleme oder sonstiges, es ist wirklich anstrengend, aber letztendlich zahlt sich das dann auch aus. Und jetzt versuche ich genau da rauszuschwimmen. Ihr merkt schon da an meiner Hand total schwitzig.